Die Geschichte, die ich heute erzählen möchte, könnte heißen, das Glück am Hasenbergl zu wohnen. Mein Name ist Christa Stunz, ich bin 72 Jahre alt und wohne jetzt schon die längere Zeit meines Lebens am Hasenbergl. Wir hatten früher eine kleine Wohnung in Nymphenburg und als dann zwei Kinder sich angemeldet haben, hatten wir Hoffnung, eine größere Wohnung zu finden. Eine Staatsbedienstetenwohnung und auf der Erfolgsleiter stiegen wir durch diese Aussicht schon weiter nach oben. In dieser Zeit, wo wir auf die Wohnung warteten, mussten wir auch einmal in den Münchner Norden fahren, um ein Gerät zum Kundendienst zu bringen, ganz am Ende der Waldmeisterstraße, dort wo Feldmoching, Fasanerie und Hasenbergl zusammenstoßen. Und mein Mann sagte dann, schau mal darüber, das ist das sogenannte Hasenbergl. Und ich sah dort große, kompakte Wohnblöcke ohne Schnickschnack, auch hochgebaut zum Teil, aber immer viel Grün dazwischen und kleine Wäldchen. Und ziemlich nahe da an dieser Grenze stand auch ein hohes Haus, schon fertig bezogen, und ein anderes daneben war im Bau. Und ich dachte mir, naja, so schlecht ist das Hasenbergl eigentlich auch nicht, wie man immer hört. 1972 war es dann soweit. Am 1. März 1972 wurde meine Tochter geboren. Und das war auch der Einzugstermin für die neue Wohnung am Hasenbergl. Und wir hatten das große Glück, dass wir uns die erste Wohnung im Haus aussuchen durften. Und meine allergrößte Freude war es, im obersten Stockwerk zu wohnen und den Ausblick zu genießen. Meine Freude war es, immer auf Berge oder Türme zu steigen und die Welt von oben zu sehen. Es war auch sehr schön dort, weil dieses Haus gleichzeitig von vielen jungen Familien bezogen wurde, mit vielen Kindern, die auch noch weiterhin geboren wurden, sodass unsere Kinder immer viele Spielgefährten für jede Gelegenheit hatten, ob es zum Fußballspielen war oder zum Tischtennis oder was Spaß machte. Der Kindergarten war auch gleich nebenan und in die Grundschule konnte ich sogar den Weg zur Schule verfolgen, bis die Kinder im Schultor verschwunden sind. Sie hatten Spaß alle in der Grundschule dort und sind erst dann später vom Hasenbergl abgewandert in die Gymnasien. Während ich am Hasenbergl sesshafter wurde, weil ich nach 6 Jahren Beurlaubung wieder mit dem Schuldienst anfangen wollte. Damals allerdings war für Grundschullehrer kein großer Bedarf, weil die Lehrerausbildung in Grundschule und Hauptschule getrennt worden war und jetzt ein großer Bedarf an Hauptschullehrern da war. Das war jetzt nicht gerade das, was ich mir vorgestellt hatte, weil ich mich auf die Kleineren konzentriert hatte oder das auch gerne wollte. Aber ich dachte mir, wenn man 3, 4 Jahre dritte, vierte Klasse hatte, dann kann man auch mit fünfter, sechster einen Übergang finden. Und was für mich dann im Grunde sehr schön war, dort an der Eduard-Spranger-Straße, das war, dass dort türkische Klassen eingerichtet wurden. Zu den deutschen Regelklassen kamen, also die immer mehr geschrumpft waren, wobei auch die 3 nördlichen Hauptschulen zusammengelegt worden waren, wurden 3 türkische, rein türkische Klassen dazugefügt, mit einem türkischen Klassenlehrer und mit deutschen Lehrern, die Deutsch als Fremdsprache dort gegeben haben. Das war für mich eine Herausforderung, dieses Deutsch als Fremdsprache. Ich habe auch ein bisschen Türkisch gelernt bei der Volkshochschule. Was besonders gut war, um mal wieder zu spüren, wie schwer es ist, eine fremde Sprache zu lernen. Noch dazu mit so einer ganz anders gearteten Grammatik und mit einem ganz anders gearteten Wortschatz, von dem alle Wörter fremd vorkamen. Und es war aber ganz gut, wenn man dann so mit den Schülern zusammen so ein paar Wörter gehört hat, die einem bekannt vorkamen, dann auf Deutsch einen Kommentar dazu machte, dass die Schüler eben merken, oh, die kann ja auch Türkisch, einmal so als Anerkennung. Oder eben auch, oh, da muss man vorsichtig sein, die versteht das ja womöglich.
Und auch wenn Eltern zum Elternabend oder zum Elternsprechtag gekommen sind, konnte man mit so ein paar türkischen Sätzen begrüßen und hat einen freundlicheren Kontakt herstellen können. Die türkischen Klassen wurden dann in späteren Jahren in die deutschen Regelklassen integriert. Und da wurde die Arbeit an der Schule dann wesentlich anstrengender. Lag vielleicht daran, dass bisher die türkischen Klassen sich in ihrem türkischen Verband relativ wohl gefühlt haben, alle die gleichen Probleme hatten und jetzt dann in den deutschen Klassen eben um ihren Standplatz kämpfen mussten, wo eben auch nicht nur deutsche Kinder waren, sondern Schüler aus vielen Nationen. Und die Arbeit dann in der Schule wurde immer anstrengender, weil neben der Unterrichtsarbeit, was ich ja als Lehrer so als meine Hauptaufgabe sehe, die Weitergabe von Wissen, natürlich auch die Erziehungsarbeit, die sehr wichtig ist. Aber alle anderen Arten wurden immer wichtiger. Und ich habe mich manchmal gefühlt wie Sozialarbeiter oder Elternersatz oder gar wie ein Polizist, der aufpassen musste, ob die Schüler nicht schulschwänzen oder sich nicht abgesetzt hatten, um irgendwo in einem Kaufhaus sich zum Klauen verabredet hatten. Also das waren Sachen, die mir schon sehr zu schaffen gemacht haben und die auch so viel von der wichtigen Zeit genommen hatte, weil man da immer wieder ausgebremst wurde. Auch weil man so viel dokumentieren musste. Also ja, ich habe den Eindruck gehabt, dass ich am Ende meiner Schulzeit immer mehr gearbeitet hatte als jemals und eigentlich immer weniger Erfolg hatte als in früheren Jahren. Und so war dann, als der Ruhestand sich genaht hat, war ich gar nicht traurig, sondern habe mich auf die neue Zeit danach gefreut.